was rechts zum Boss geht. Wir sagen, gehen wir erstmal nach oben. Vielleicht sind da, ist da wahrscheinlich ein Dungeon-Item oder so. Ach du Scheiße. Na wohl, so schlimm ist es hier gar nicht. Na komm schon. Die sind mal auch noch. Ach, weg. Scheiße. Dann halt nicht. Wie heißen die Viecher? Oh Gott, die haben Boomerang. Ja, ist klar. Wie immer. Nein, 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 da darf ich nicht rein, danke. So. Oh, Geld. Und Dingens. Schlüssel. Ja, ich sag sehr oft Dingens, wenn mir das nicht einfällt. Du Arsch! Ja, ist klar. Aha, okay. Ich geh mal runter. Fledermäuse, das ist jetzt sehr schlecht mit meiner. Aber wir sind schon jetzt schon auf Zelda 2 angekommen. Oder in Zelda 2. Ich hämmer auf die Taste. Ich bin gleich tot. Scheiße. Bogen. Danke. Ich hätte eigentlich auch die Family kommen. Das ist jetzt schlecht. Ich habe auch noch voll rein, ne? Wenigstens verliere ich kein Geld. Mann! Manchmal ich ein Schussel. Ich hätte eigentlich auch die dann am dritten Dungeon wird es schwer. Kann man die Steuerung einstellen. Beim Nestopia kannst du es über Options und dann Input geht das. Und am Dungeon, dritten Dungeon wird schwer, ja? Ich verkacke jetzt schon. Wow. Das wird ja lustig. Es wird ja echt lustig, Leute. Oh, ja, die habe ich ja dich ja früher bekommen können. Spiel. Hey, falsche Richtung! Mann! Geld, 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 Geld. So. Oh. Also über Options und Input müsstest du die Steuerung einstellen können. Für eine Kontrolle oder für Tastatur, eines von beiden. Autofire ist dann übrigens halt automatische Taste drücken lassen. Das ist bei so Shootern ist das halt relativ nutzvoll. Das sind schon ja Blobs. Oder was das. Ich ist einfach mal Tropfen. Tropfies. Tropfies. Ist mindestens nicht ganz so gefährlich. Du wirst die Ritter hassen. Ritter? Ritter wegen Evoland, die sich nicht bewegen, sondern Steinstatuen sind. Evoland habe ich übrigens in der Splayphone geguckt. Also ja. Daher kenne ich, glaube ich, auch die Ritter. War da oben noch irgendwas? Nee, ne, nee, da war nur der Bogen. Das heißt, wir gehen wieder zurück und gehen nach rechts. Der Boss wird ja lustig, ey. Wird wahrscheinlich sehr oft sterben. Hallo? Danke, geht doch. Danke, du hast meine Kindheit zurückgeholt. Wie alt seid ihr denn eigentlich so? Also ich bin 23, ne? Ich kenne das NES leider nicht mehr so gut. Ich glaube, ich hatte es mal kurz gehabt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich mal Super Mario Bros. Mal gespielt hatte. Irgendwie im Arbeitszimmer. Aua, Mystery. Im Arbeitszimmer meiner Mutter. Und Norton, halt doch mal die Fresse und ich sterbe schon wieder fast. Ja, ist gut. Mann. Ah, jetzt habe ich einen Boomerang bekommen. Und ja. Der Boomerang. Ja, okay. Kommt mir ja ganz stylisch einfach mal so. Hallo. Ich bin schnell. Was ich eigentlich auch mal streamen könnte, wäre eigentlich irgendwann mal ein Dragon Quest oder sowas. Oder mal wieder ein Mafia-Teil. Darauf hätte ich auch mal wieder.
Ja, die Viecher habe ich hier erlegen, Clue de Paskast. Du weißt, ich habe ein Let's Play davon geguckt. Vom Aragorn LP. Die Viecher, die tun einen doch am Anfang des Dungeons wieder zurück, oder? Glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Die sind der fies. Okay, naja. Boah, Retro Gaming. Super Mario bin 17. Oh Gott. Oh! Das mit. Aua. Also, man kann ich ihn mit dem. Nee. Aua. Boomerang Stunt Gegner. Okay. Das heißt, ich kann ihm wahrscheinlich dann. Schaden machen. Okay. Ja, Retro bin ich sowieso mehr der Fan von. Gut. Jetzt haben wir wenigstens unser Mega-Schwert wieder. 14. Oh, Alter, ist er die beide jung. 17 und 14. Da bin ich ja der Älteste mit hier. Ganz ehrlich, what the fuck. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so alt schon. Dass ich so junge Zuschauer habe. Ich müsste mal so eine Frage eigentlich aber auf dem Kanal machen, würde ich irgendwann mal wissen, wie alt die Leute da eigentlich sind. Naja. Trifft den Kopf des Drachen. Okay, danke. Kann man ihn stunnen? Das wäre natürlich ein Obermega-Affen geil, wenn man den stunnen könnte. Mit dem Schwert. Okay. Haben wir schon gemerkt, warum ich ihn nicht Schaden machen kann? Gut, den Kopf, merke ich mir. Mann, ist ganz husten. Ja, wie gesagt, Retro bezieht sich ja bei mir eher auf den N64 und auf die PS1. Ich suche echt immer noch dieses eine Spiel. Hä? Ich komme mir gerade vor wie beim RPG Mecker, wenn ich halt irgendwas. Okay. Naja. Ach, das war ja der. Stimmt ja, das war ja der. Ismus, Penisula, bla bla bla. Ist der Secret, bla bla bla. Wo man kann eine Wirkung auf Bosse. Mabe. Okay. ich und Jung. Oh, hier doch. Im Gegensatz zu mir. Und ich bin auch noch. Ich meine, 40 ist zum Beispiel. Also, nicht 40, also hier. Blackjack ist 28, von daher. Und er ist übrigens auch schon alt. Ja, dann mal lieber. Schon in der Anspielung, ne? Und so. Also für Leute, die True MG geguckt haben, die wissen, woher die Anspielung kommt, aber wo laufe ich denn eigentlich ja schon wieder lang? Ich hoffe falsch. Naja. Ich könnte so viel noch streamen. Nee, du Freundin. Ich. Spam! Ein Moment, ich lese jetzt den Chat. Die zwei Nachrichten, ich muss das Video beziehen. Wenn das überhaupt einer von euch jetzt früh genug mitbekommt. So. Was für ein Spiel suchst du für N64? Nee, PS1. Ey, 29! Ja, das eine Jahr, Mann. Du bist halt bei 30, ich auch nicht viel besser. Noch älter. Ja. PS1 suche ich. Das ist halt dieses eine Spiel, von dem ich mal geredet hatte vorhin. Dieses mit der Draufsicht und dem. Es hat ein rundenbasiertes Kampfsystem gehabt. Weißt du, was das rundenbasiert? Es hatte eine Mischung aus rundenbasiert und Action-Kampfsystem. So ähnlich wie. Final Fantasy Tactics und ja. Ah! Okay. Und schlecht. Au! Oh, die Steuerung ist auch ein bisschen schwerfällig manchmal. Nein! Komm schon! Ja! 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 Und was für PS1? Also, es war halt, es war so ein Spiel, von, falls du so Coden kennst und vor allem wenn sie Tactics und all diese ganzen 2D-Spiele, RPG Maker, man kann es mit RPG Maker, diese Sicht hatte es. Bloß, dass es hatte verschiedene
Muss mal meine Sammlung durchsuchen. Ich denke eher, es ist eher ein unbekanntes Spiel. Es hatte mehrere Entscheidungsmöglichkeiten am Anfang. Du konntest dich zwischen verschiedenen Geschichten entscheiden. Die halt eine war zum Beispiel irgend so ein Prinz, der als Baby aus einer Stadt rausgebracht wurde und dann in einem Dorf aufgewachsen ist. Und dann warst du irgendwann in so einem Berg, musstest dich gegen Monster wehren und Banditen, die dich dann angegriffen haben oder so ähnlich. Ein anderer Weg war ein Typ, der Schatzsucher war in der Ruine. Keine Ahnung mehr, was der wollte. Und ja. Mehr weiß ich gerade auch nicht. Es hatte ein Kampfsystem, das war irgendwie so, du konntest dich zwar auch frei bewegen, aber das Zuschlagen und so war, glaube ich, rundenbasiert. Mit so einer Mischung aus Action und rundenbasiert. Ich weiß echt nicht mehr, wie es heißt, weil das ist schon auch noch so ewig her. Das war nämlich auch eines von den Spielen, ich hatte damals eine PS1, die war geschippt. Also du konntest gebrannte Spiele lesen. Das war ein gebranntes Spiel. Und naja. Oh, wir haben das erste Triforce. Ah, oh, Triforce. Umgespawnt, ihr Vieh. Jo, ne, ist klar. Okay. Also, Florian, wohin denn jetzt? Was wäre denn jetzt der nächste Anlaufpunkt? Wie kann man den Dungeon jetzt eigentlich bezeichnen? Wild Dungeon oder so? Mal kurz mal gucken. Ja, war richtig, okay. Mal kurz mal gucken, ob der Name richtig war. Ob ich mich richtig gemerkt habe. Ist nicht eigentlich auch, oder mal. Ja, kurze Pause, ich muss mal kurz. Ich da Clones. Chat, 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 Chat. Black Tree. Ich nenne dieses einfach Black Tree. Oder Black oder Tree oder was auch immer. Black Tree. Ich nenne dich einfach Black Tree, das ist besser. Das mag ich immer, wenn ich die Leute bei ihren Nicknames nennen kann, weil Real Name irgendwie. Weiß nicht. Ich würde auch Justin lieber bei seinem Nickname nennen, wenn ich ihn früher kennengelernt hätte und dann Nickname ich aber halt seinen realen Namen, weil er uns den genannt hat. Ja, genannt. Justin kenne ich übrigens von Tistran Let's Play. Jetzt kannst du dir ein bisschen Rubine sammeln und eventuell eine Kerze kaufen. Okay. Wie viel brauche ich? Pff, fail. Das ist jetzt schlecht. Ich hasse sowas. Oder wenn das wirklich sowas sind. Aua. Aber wie viele Rubine brauchen wir denn? Was glaube 60 Rubine, okay. Autsch. Was macht denn die Uhr? Ach, sie macht Stillstand, okay, ich verstehe. Ja, kannst du machen, okay, gut. 60 Rubine. Ich glaube, da gehe ich erstmal kurz. Aua, ganz schlechte Idee gewesen. Aua, ich sterbe gleich schon wieder. Dreck. 60, wir haben 10 Stück, müssen wir noch sammeln, okay. Aber Leute, wie ist das eigentlich, falls wir mal RPG streamen? Autsch, nicht Autsch. Wie sind das eigentlich mit Quaiten? Das kann ich ja schlecht ausschneiden, oder? Das muss ich ja mit streamen. Oder soll ich das offscreen machen dann irgendwann mal? Oder würde euch das stören, wenn das mit drinne bleibt? Weil ich selber stelle mich ja an sowas nicht, aber für die Zuschauer ist das halt immer ein bisschen blöd. Gewalten mache ich persönlich im Let's Play mache ich das immer extra, beziehungsweise mache ich da. Okay, unten Mitte ist das also der Startpunkt, okay. Mache ich das in meinen extra Parts und lade das extra hoch, dass sich das die Leute trotzdem angucken können, aber dass die halt das auch überspringen können, wenn sie es wollen. Weil zum Beispiel bei Final Fantasy 8, die das gerade verfolgt, weiß ich gerade nicht ihren Usernamen, die, ja.